So, und der dritte Kampf gegen irgendwen. Ganz seltsamer Beginn von ihm. Der liegt mit Instant Bandit Poison. Der wirkt schon so, als spielt er relativ arg offensiv. Die Fire Spirits waren nicht gut. Ich werde die tatsächlich ranlassen. Warum habe ich gerade drauf gewartet, dass meine Nachthexe charged? Ich glaube, ich habe die Karte verwechselt. So. Sparky hinten. Ein Poison auf den Sparky. Oh, warum muss jeder den da spielen? Kitten! Oh! Das muss ihm doch wehtun! Das muss ihm doch wehtun, dem armen Jungen! Also sonderlich arm ist der nicht so wie der Spiel, der ist einfach nur ein bisschen lost, aber... Ich gehe tatsächlich hier jetzt mit dem Goblin Giant Druck. Einfach der Holzfäller offensiv. Der Typ spielt seltsam. Der spielt halt Sack offensiv. Ja, ich bin aber auch gerade nicht gut. Nein, kein Hit. Jetzt mal im Ernst, das kann hier noch ein Throw werden. Okay, gut entschärft bekommen, denke ich. Jawohl, die Bats können hier jetzt noch aufräumen. Jetzt helfen meine Bats noch mit und das war's. Gar nicht mal so eindeutig. Der Typ war aber seltsam, Punkt. Hier sind dann 18, 19, 20, sehr schön. So, bisher klappt. Sag mal, was ist denn mit dem los? Ich hab gerade leicht seltsame Gegner. Aber wenn der immer so drauf ist, wundert's mich nicht, dass der keinen Clan hat. So, der E-Wizard. Berechnet. Ich glaube, das war schlecht. Nein! Aber mein Lock. Ja, der Dark Prince war gut. Aber trotzdem war der Damage auf jeden Fall vorhanden. Und der E-Wizard kann jetzt hier den Dark Prince wieder schön blocken. Was ist mit dir, Junge?
schön, noch ein Hit. Kurz hatte ich sogar gewagt zu hoffen, dass es zwei werden. Jawohl, perfekt. Der Megalakai spielt das Lied. Der Megalakai ist Pro-Player. Spielt denn E-Wizard? Oh, er misst! Er misst den Schneeball! Das darf er ruhig machen, mir nach. Okay, er ist nicht so blöd, wie ich gehofft habe. Nein! Oh Gott! Nein! Als ob! Jetzt ist halt die Frage, hat er ein großes Fell, kann er überhaupt einen haben? Oh, der E-Wizard! Der E-Wizard carries. D. Jawoll. So, weiter geht's. Bis zum Moment, ich würde das hier heute aber am liebsten auch nicht aufnehmen, aber es ist halt der letzte Tag für die Challenge und dann gibt's noch ein Emote dabei, ne? Ich hab gerade auf Screen schon zum Truben sammeln und Clankrieg einige Kämpfe gemacht. Ich hatte eine Pause zwischen dieser und der letzten Aufnahme und muss sagen, ich kann hier jetzt gar keine Schwitzerkämpfe so gebrauchen. Ich habe gerade schon so reingetryhardet, aber der Typ wirkt nicht so wie der allergrößte Tryhard. Ist anscheinend einer von denen, die einen Pass Royale Wins verschenken. Und ich weiß, viele finden es asozial, wenn man das nicht macht, aber ich will halt das Spiel normal spielen, egal ob ich einen Pass habe oder nicht. Und wenn dann jemand ohne Pass gegen mich gewinnt, schön gut für ihn. Und wenn er verliert, ja, hat er verloren. Ist sein Pech, ist er vermutlich selber schuld. So sehe ich das. Schön schneller erster Kampf. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Situation, der Typ hat keinen Pass. Und er ist underleveled. Das Holz kam etwas spät. Dieser Typ wirkt nicht unbedingt der schwerste aller Gegner. Okay, aber der E-Wizard von mir war ganz schön bad. So. Nein, das Mega-Minion macht Unehre. Komm, du kriegst die Princess down. Jawohl. Nächstes Mal, wenn er einen Henker setzt, könnte ich auch mit dem Sparky vielleicht was bewirken. Mal gucken, ob sein Holz diesmal pünktlicher kommt. Nein, seine 8er Goblin Gang kommt. Okay, ich habe hier vom Level her, ich lasse mal ein bisschen volllaufen, weil ich will eigentlich keine dieser Karten einfach so setzen. Royal Giant. Jetzt liegt er zwar vorne, aber wie lang noch ist die Frage? Ah, kacke, das Holz war nicht gut. Er hätte einfach eine Goblin Gang setzen können, hatte aber wohl nicht so einen Bock drauf.
Stattdessen holt der Sparky den Turm, kriegt noch einen Hit am King. Oh, ganz knapp. Ich hatte schon kurz Hoffnung. Ich werde hier auf jeden Fall wieder einen Sparky brauchen, weil er... Okay, ich war mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass er einen Royal Giant zum Henker pushen wird, aber so blöd ist er dann anscheinend auch nicht. So, mein Tornado kann ich jetzt noch gut nutzen. Und zack. Wir brauchen noch mehr Funky. Das war ganz, ganz... Aua, schmerzhaft für ihn. Die Krone war schon belastend. Aber ich beschwere mich nicht, sag ich mal. Vier Siege fehlen noch, das schaffen wir ja wohl irgendwie. Kann nur sein, dass ich nach der Aufnahme hier, wenn wir dann hoffentlich auf 8 sind, noch eine Pause mache. Er hat einen Sparky und heult direkt. Wirkt nicht wie so ein richtiger Ehrenmann. Henker. So. Keine schlechte Situation für mich. Ah, aber der Mega-Ritter wird belastend. Schade, ich hab gehofft, der könnte vielleicht mit seinem Knockback sogar dort liegen. So, moin Princess. Tschüss Princess. Was spielt er rein? Okay, er hat auch einen Ego-Ritter. Und sag mal, kann sie eigentlich auf die Schnauze halten? Raus. Schluss mit den Emotes. So, da kommt gleich eine Nachthexe. Stirbt zwar fast, aber das ist 4 gegen 5 Elixier. Braucht man sich nicht beschweren. Vielleicht sogar noch ein Fledermaus, jetzt sogar 2, ja. So, ich denke, er wird einen Mega-Ritter dazu bringen. Und ich werde Goblin Giant und Stone nutzen. Das Pack. Mit einem Graveyard hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Komm, kill den Henker. Sehr schön. Sparky Treasure. Wenn ich meinen Tornado gescheit ausgespielt krieg, dann hat er ein Problem. Der Nado hat ihn hops genommen. Er wird zwar decken können, aber... Schade, der Nado hat nicht geholfen.
jetzt wieder ein EOS oder ein Mega Knight bringe. Sparky, Sparky, Sparky! Letzte Minute, ich habe eine gute Führung. Das war nicht so gut von mir. Den kite ich. Ich glaube, das ist ein Win ohne Tiebreak. Ja, er kann mich treffen. Sehr schön, auch wenn ich jetzt für diesen Kampf eine eigene Aufnahme brauche. Aber gewonnen. Yay, wieder eine Aufnahme ausgefallen. Ihr seht, 9:0. Ich traue dem Programm so zu, dass jetzt die Aufnahme auch abspackt. Oder dass der Gegner gefühlt schon Free Crown hat, bis ich im Kampf bin. So. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche übrigens nicht. Da bohrt irgendwer. Mein Fenster ist auf. Nightwish. Was ich ganz cool fände, wäre halt selber nochmal ein Goblin Giant Gegner zum Ende. Aber kein Magic Archer. Die stirbt nicht von einem Loch, die ekelhafte. Was? Der Mega-Ritter geht nicht mit. Was ist denn das? Aber wenn er den Goblin Giant einfach durchlaufen lässt. Dann mache ich nicht gerade weniger Damage als er. Wie man sieht. Ice Wizard kann man, denke ich, mal durchlassen, oder? Na, ich push mal, sage ich mal pushen. Ich gehe mal hier auf eine Nightwitch. Wieder am Tower. Jawohl, sie ist tot. Oh, war der Henker gut? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Oh. Ich dachte kurz, der kriegt noch einen Hit. Diesmal geht der definitiv nicht an den Tower. Sehr gut, die Bats sind auch raus. Und er muss halt meinen auch noch bekommen, ne? Das war 10:0. GG. Da kann sich doch keiner beschweren. Pure Skill, würde ich mal sagen. Goblin Giant Sparky plus 10:0 und den tollen Royal Giant Emote. Deck sehen wir dann wahrscheinlich auch bald diese Challenge. Bis dann, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ciao.